Hallihallo aus dem Laden. Und zwar habe ich in Portugal an der Straße in einem Café einen Fancy Hack gesehen, den ich unbedingt ausprobieren wollte. Und zwar mit Zimt. Und was ich damit mache, zeige ich euch jetzt. Ist jetzt nicht besonders ultra aufwendig, aber dennoch ziemlich cool. Nach 2, 3 Minuten mache ich das dann da raus und dann ist das Aroma von dem Zimt im Kaffee. Schönen guten Morgen. Wir haben heute den, ich weiß gar nicht, welches Datum wir heute haben. Ich glaube den 30. Ich glaube den 30. Und ja, was hat sich geändert? Wir haben noch 16 Tage. Wir essen immer noch das Gleiche. Ich mache immer noch kein Cardio. Und mein Gewicht geht wieder wie gewohnt zurück zum Ursprung. Bin jetzt wieder, habe wieder eine 68 vorne dran. Ich war ja Anfang der Woche nach dem Cheat Meal, war ich auf 71. Ja, 71 Kilo. Und genau, ich wollte euch noch berichten. Und zwar habe ich heute Nacht extrem gut geschlafen. Ich schlafe zurzeit eh, finde ich, wirklich sehr, sehr gut für das, dass ich ja so in Form bin. Das kenne ich aus anderen Diäten wirklich anders. Und was mir heute Nacht brutal den Unterschied gebracht hat zu sonst, also ich habe gut geschlafen, ja. Aber heute Nacht habe ich wirklich sehr gut geschlafen, ist immer mal wieder ab und zu flöße ich mir ein CBD-Öl ein. Das, was ich jetzt da habe, kann ich euch gerne mal in die Beschreibung packen. Das sind jetzt 15%, es gibt aber auch höhere. Und genau, das einfach so eine Pipette, ich zähle die auch nicht. Finde ich, wenn man das ab und zu mal macht, merkt man da wirklich einen Unterschied. Ich denke, man hat immer einen Gewöhnungseffekt, wenn man das täglich nehmen sollte. Aber auch wenn ich jetzt zum Beispiel Beine trainiert habe und weiß, okay, mein Körper braucht vielleicht jetzt ein bisschen mehr Unterstützung für die Regeneration, dann tut es schon mal ganz gut. Ja, auf jeden Fall geht es jetzt gleich in den Job. Wir haben eben heute Freitag. Heute Abend kommt wieder unser lieber Markus vorbei, der mich wieder ein bisschen. Ja, mir wieder ein bisschen meine Faszien und meine Muskeln lockert. Wir haben das so gehandhabt, dass wir kurz vorm Wettkampf nicht mehr so viel machen und lieber jetzt nochmal 2 Wochen vorher ordentlich durchkneten, weil eine Woche vorher, wenn man da dann noch irgendwie blaue Flecken macht, und das ist bei mir oftmals ja schnell passiert, dann ja, wollen wir das nicht riskieren. Woche hatten wir einen Formcheck mit unserer Julia aus dem Coaching und die hat mir was mitgebracht und zwar fancy Sandalen. Ich habe die auch noch als Badelatschen, aber die habe ich schon in meine Sporttasche gepackt zum Duschen. Und was auch sau cool ist, was ich noch nicht habe, das ist auch eine Neuerung in meinem Schrank, sind Pizzasocken, aber in kurz. Die Liste geht weiter. Ich muss euch das unbedingt zeigen, weil es echt wirklich süß ist. Erdbeersocken in kurz. Und den muss ich direkt mit in die Küche nehmen. Der wird nämlich jetzt jeden Tag seinen Platz, seinen festen Platz haben. Ist dieser Zitronenlöffel. Vielen, vielen Dank, Julia. Was soll ich sagen? Ich erwarte das nicht. Du hast mir neulich auch den Tee vorbeigebracht. Hör auf. Der ist auch fast schon wieder leer. Der ist wirklich sehr, sehr gut. Das war nämlich der, den habe ich übrigens jetzt ausgiebig literweise getestet. Das war Kräutersinfonie von Rossmann. Sehr, sehr gut. Also ich weiß nicht, wie euch es geht, aber ich liebe dieses Wetter und ich liebe Hitze, weil ich bin jemand, ich schwitze nicht so arg. Und gestern Abend auch. Ich habe mich noch mal so schön in die Hitze gelegt und in die Sonne gelegt am Laden.
an die Tür und sonder meine Beine immer ein bisschen. Und deswegen bin ich ganz glücklich, dass es heute noch mal so schön wird. Weil Urlaub fällt dieses Jahr ein bisschen ins Wasser aufgrund von der Situation und natürlich auch aufgrund von den Wettkämpfen. Aber der nächste Urlaub, den wir anpeilen, der dann für uns ist, zählen wir dann als Hochzeitsreise. Weil die gab es nämlich auch nie. Wir haben nämlich letztes Jahr im November geheiratet, 20.11.2020. Und ja, haben da nie irgendwas machen können, weil wir da auch nur mit Trauzeugen heiraten durften. Und der nächste Urlaub ist dann definitiv nur für uns. Eigenen. Und jetzt haben wir da 7 Kartons. Wir wissen aber noch nicht genau, wo wir sie hinstellen. Und deswegen, weil wir natürlich die nicht nur zum Rumstehen bestellt haben, haben wir uns gedacht, wir machen ein kleines Angebot. Was heißt Angebot? Ein kleines Angebot. Nennen wir es Angebot. Dass immer, wenn jemand für eine kleine Aktion, wenn jemand für mindestens 50 Euro bei uns einkauft, dann bekommt er einen gratis. Und genau, das sind ganz normale Shaker. Und wir haben uns gedacht, wir machen die mal ein bisschen anders, nicht nur weiß. Daniel wollte erst eine rote Kappe, aber dann sieht es aus wie Nikolaus. Das kann man dann zum Winter hin machen. Ich habe hier eine Blume geschenkt bekommen von der Steffi und sie lebt noch, zu ihrem Glück. Und ich bin wirklich bemüht und schaue da jeden Tag rein, ob sie nicht zu viel Wasser hat. Und die darf man ja nicht so oft gießen. Also wenn jemand Tipps hat für euch Ideen, ich habe sie schon in die Sonne gestellt, damit sie ja nicht eingeht. Und ich habe schon gehört, man darf sie nicht zu viel gießen. Aber jetzt ist mal wirklich eine Herausforderung an mich selber, dass diese Blume hier nicht stirbt. Zum anderen, was auch ziemlich cool ist, wir haben jetzt unser ganz, ganz eigenes Klebeband. Und zwar wird jedes Paket mit Liebe zugeklebt und jetzt auch noch in unserem Logo. Wie cool ist das denn? Ich habe immer noch meine Himbeeren gefroren und auch immer noch mein Eisshake und auch immer noch meine Reisflocken, aber ich habe gerade Daniel gesagt, ich mache jetzt mal richtig rebelliös 20 Gramm Haferflocken mit rein, statt 20 Gramm Reisflocken. Ist von der Konsistenz her dann ein bisschen besser. Manche, die essen ihre Reisflocken oder Haferflocken immer gern sehr fest und ich mache da immer so viel Wasser rein und lasse lieber dann noch keine Ahnung, eine halbe Minute länger in der Mikrowelle, aber dann, weiß ich nicht, dann hat man mehr Volumen vom Essen. Und da mache ich immer noch eine Prise Salz rein. Ich benutze keine Süßstoffe, keine Flavor Drops, keine Flavor Pulver. Einfach, ja, ich persönlich sage, das ist eine Gewöhnungssache, es ist gesünder für meinen Darm. Und es reicht ja, wenn in meinen ERAs, in meinen Pre-Workout, in meinem Isolat, es reicht ja da, wenn da schon Süßstoff drin sind, dann muss ich ja noch nicht überall in Kaffee und Co. und Porridge auch noch Süßstoff reinhauen. Wie seht ihr das eigentlich? Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das findet oder wie intensiv euer Süßstoffkonsum ist. Und ich esse erst immer das, dann das.
Und dann ist das so durchgezogen, dass es von der Konsistenz her perfekt ist. Kam gerade, muss mal eine Umfrage machen, und zwar 3 Lieblingslebensmittel, egal welche, aber Lebensmittel, die nur eben aus, nicht aus irgendwas Produzierten bestehen, sondern Lebensmittel aus einer Zutat. Bei mir ist es auf Nummer 1 Haferflocken, auf Nummer 2 Mandelmus. Und dann wird's schwierig, weil ich würde jetzt aus dem Bauch raus Avocado sagen. Und wenn ich eine vierte mich entscheiden müsste, dann wär's ein geiler, frischer Fisch. Aber ohne Gräten. So ein Fischfilet. So richtig geil angebraten. Das ist meine Ranking. Wir haben jetzt nach 16 Uhr und ich habe noch ein paar Minütchen, bis ich mir mein zweites Essen warm mache. Nachher kommt ja der Markus zur Behandlung und deswegen übe ich jetzt schon mein Posing. Ich übe jeden Tag mindestens 2-mal Posing. Einmal im Laden, einmal zu Hause, und hier habe ich wenigstens Platz zum Laufen. Und ja, da gebe ich euch heute mal ein paar kleine Einblicke, wie ich hier so rumwusel. Genau. Mach mir da immer Musik an, die ich mag. Die kann man natürlich hier jetzt nicht zeigen. Deswegen wird es jetzt still und leise und es kommt eine andere Musik. Und ja, einfach mal ein kurzer Einblick. Meine neueste Errungenschaft zeigen. Und zwar hatte ich ja immer Eiswürfel in so einem Teil, wo kein Deckel drauf ist. Und das ist dann voll gefährlich, weil dann vereist einem das Gefrierfach voll leicht. Und jetzt habe ich auf Amazon welche gefunden mit Deckel. Und dann kann man nichts mehr, hoffentlich nichts mehr ausschütten. Bei meinem Glück bricht der Deckel oder ich schütte trotzdem was aus. Und es sind gleich 2 Stück, weil ich brauche da viele von. Und so müssen wir nicht mehr Eiswürfel kaufen und haben immer frische Eiswürfel. Ich hoffe, das funktioniert. Ich werde berichten. Würdest du das fahren, wenn ich sagen würde, du kriegst 100 Euro und ich zahle das Ticket? Ich? Ja. Nicht für 100 Euro. Nicht für 100 Euro? Nee. Für 200? Nee. Auch nicht. Das wäre dir keine 200 Euro wert. Nicht mal 500 Euro würde ich. Wirklich? Nein. Boah, ich weiß es nicht. Ich glaube, für 3000 würde ich es machen. Für 3000? Ja. Ja, da würde ich es auch machen. Thank you.
Morgen. Die Nacht war ziemlich übel. Draußen war voll die Party. Dann bin ich umgezogen aufs Sofa hier hinten. Und dann geweckt worden vom Hunger und keine Ahnung, aber irgendwie, selbst wenn mal so eine Nacht scheiße war, geht es mir jetzt nicht schlecht. Ich habe mich jetzt gefreut, hier mein Ofengemüse zu machen. Die letzten zwei Tage waren auch echt super angenehm eigentlich, obwohl ja die Energie natürlich Nachmittag wieder leer ist, aber die Tage davor waren irgendwie schlimmer. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch mit dem Qi zusammenhing oder mit dem, dass der Körper so einen Push bekommen hat und dann auch mehr Wasser eingelagert hat aufgrund von mehr Essen und der das dann wieder abgeben musste. Kann gut sein. Aber auf jeden Fall hatten wir gestern einen wundervollen Tag. Ihr habt es gesehen, wir waren ein bisschen schlendern auf dem Plärrer, heißt es hier in Augsburg. Wir waren nochmal eine Shisha rauchen. Und genau, heute früh ist mein Gewicht wieder gesunken. Dieses Mal ist es fast auf Peak Week Anfang. Daniel hat er gesagt, er möchte gerne noch ein kleines bisschen leichter kommen in die Peak Week vor Spanien als in Portugal. Und er hat auch gesagt, dieses Mal wird die Form noch besser. Wir haben wieder was für meinen Körper dazugelernt und ich bin echt gespannt. Auf in den Tag. Heute ist wieder Sonntag. Heute stehen wieder Schultern an. Ich mache jetzt mein Posing. Ich stretch mich ein bisschen. Ich bereite mein Essen vor. Und dann, wie gehabt, die Routine Stück für Stück in den Tag. Ich liebe das. Ich liebe die Struktur. Ich mag das voll, wenn ich weiß. Häkchen. Aber alles ganz entspannt. Es ist kein Zeitdruck, kein Stress. Und so soll es sein. Wir haben jetzt noch... Ich muss noch umschreiben. Wir haben jetzt noch ganz genau 14 Tage. Und dann, heute in 14 Tagen, bin ich eigentlich fast schon auf dem Weg in die Halle. Ich bin im ersten Block dran. Das heißt, der Wettkampf startet um 9 Uhr in der Früh. Und dann werden die mit verschiedenen Kategorien starten. Ich bin die letzte von dem ersten Block. Das heißt, es wird bestimmt 3-4 Stunden später. Aber der Nachmittag ist wieder auf unserer Seite und wir haben einen kleinen Pool im Apartment, habe ich gesehen. Ja, da wird definitiv danach dann gefeiert. Ich habe noch eine ganz tolle Gewürzempfehlung für euch und zwar ist es das vom Aldi, ganz einfach, simpel, Tandoori-Gewürz. Da ist kein Salz drin, Paprika, Koriander, Ingwer, Zwiebel, Knoblauch, Kreuzkümmel, Boxhornklee, Chili, Zimt, Muskatnuss und rote Beete-Pulver. Und genauso wie das Tandoori ist auch der Zimt echt lecker vom Aldi und preisgünstig. Genau, damit würze ich aktuell mein Fleisch. Natürlich auch mit dem Paprika, ganz normal, klassisch, aber das ist manchmal ein bisschen sehr scharf. Außer wenn man edelsüß nimmt, aber dann ist es nicht so würzig. Und bei dem finde ich, da ja da auch Paprika drin ist und ein bisschen anderes noch, ist das Hähnchen gleich wieder ein bisschen geschmackvoller. Wen es interessiert, dieses Blech Gemüse reicht für mich immer für 4 Boxen. Das heißt 2 Tage und noch ein kleines bisschen fürs Frühstück mit meiner Avocado und dem Ei. Ich wollte ja noch von meinen Eiswürfeln berichten. Und das ist ziemlich cool, weil die da hinten so Silikon haben und dann kann man die viel einfacher rausdrücken. Also, Daumen hoch. Wir haben das Training beendet und heute früh hat mir mein Mann die glorreiche Botschaft überbracht, dass wir nochmal die Kohlenhydrate ein bisschen hochschrauben. Deswegen habe ich mir jetzt schon, während wir im Training waren, ein bisschen Ananas aufgetaut. Und gerade nach dem Training 60 Gramm Reiswaffeln geknabbert. Heute früh gab es 80 Gramm Reisflocken. Und jetzt habe ich mir heute früh, weil ich ja schon ganz normal vorbereitet habe, meinen Reis gekocht. Und den stocke ich dann noch auf, dass ich insgesamt heute einfach komplett über den Tag verteilt 400 Gramm
wieder an Reis gegessen habe. Tut bestimmt wieder richtig gut, weil der Hunger war heute früh brutal. Das merkt man sofort, wenn man mal am Vortag ein bisschen aktiver war. Also wir sind ziemlich viel gelaufen, wir sind spazieren gegangen früh. Wir waren auf diesem Volksfest, waren wir laufen. Unterm Tag war viel zu tun und wenn man dann sich ein bisschen mehr bewegt als sonst, dann merkt man das halt auch sofort am Umsatz, dass der Körper dann auch ein bisschen mehr verbrannt hat oder noch mehr verbrannt hat, als er sonst eh brennt. Zum Abschluss des Vlogs und heute klopfen wir auf Holz, wir haben 13 Tage noch bis zum Wettkampf, kamen endlich die zweiten Support-Shirts. Es tut uns nochmal riesig, riesig leid. Wir haben machen die Pakete jetzt fertig. Die gehen heute direkt raus. Wenn ihr das Video seht, sind die schon auf dem Weg zu euch. Und wir zeigen sie euch schon mal. Und zwar gab es ein kleines Problem mit der Druckerei. Wir hatten die waren schon da, die stehen hier unten. Aber die waren nicht so, wie wir sie wollten und deswegen haben wir sie nochmal drucken lassen. Jetzt perfekt und so, wie es sein soll. Auch mit dem goldenen Schriftzug und auch von der Größe her schön. Vielen, vielen, vielen Dank für den Support. Wir hoffen, wir können bald das dritte machen. Seid gespannt, wie das dann aussehen wird. Seid gespannt auf das dritte Ziel und ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Vielen Dank für die ganzen Kommentare, für die Abos, dass YouTube mittlerweile so schön wächst, dass ihr mich in Instagram, dass ihr mir so liebe Nachrichten schreibt. Danke dafür. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn ihr noch kein Abo habt. Abonnieren, Glocke aktivieren. Ich blende noch mal zwei Videos ein, die uns ja auf der Reise auch begleitet haben. Und wir sind raus.